Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute zu unserem großen Kinderautor-Test wieder reinschaut. Heute testen wir eine Südtiroler Legende schlechthin. Nein, ich rede nicht vom Reinhold Messner, der dieses Jahr 80 geworden ist, dem Gröbatz, dem größten Bergsteiger aller Zeiten, nach eigenen Angaben, Betreiber von mehreren Messner Mountain Museums, ihr seht selber, erst kommt der Messner, dann kommen die Mountain Museums, aber auch egal, man muss nicht unbedingt der Bescheidenste sein. Ja, was gehört zu einer Bergtour, zu einer Bergwanderung dazu? Was solltet ihr in einen Rucksack einpacken, wenn ihr mit den Kindern oder selber wandern geht? Also, wichtig sind schon mal richtige Wanderschuhe, entweder so, wie wir hier haben, Loadcut von Damund, die eine gute griffige Sohle haben, und je höher er raufkommt, umso höher sollten auch die Schuhe bzw. Stiefel dann sein. Also bitte nicht mit Turnschuhen unterwegs sein oder noch schlimmer mit Sandalen, die sind einfach nicht für die Berge gemacht. Und denkt daran, der Ötzi, ihr wisst ja, diese Gletschermumie, die man gefunden hat in Südtirol, das war ja gar kein Tiroler, der Ötzi, das war in Wirklichkeit ein Norddeutscher. Ja, ist erwiesen, wirklich. Der Ötzi, der war ein Norddeutscher. Weil wer geht denn sonst mit Sandalen in die Berge? Ne? Also, gute Stiefel, gute Schuhe. Dann, was nicht auch sehr, sehr wichtig ist, ein Allzweckbeutel, damit ihr euren Müll wieder schön runterbringen könnt. Sollte was passieren, egal ob groß oder klein, Hauptsache ihr habt überhaupt ein Erste-Hilfe-Set dabei, damit ihr euch und oder anderen helfen könnt. Also, besser ein kleines Erste-Hilfe-Set als gar keines. Das kommt schon rein in den Rucksack, oben in die Deckeltasche rein. So. Ja, drin. Dass wir es gleich griffbereit haben. Damit man sich nicht verläuft, ein Kompass, der ist wirklich gut. So nett diese ganzen Apps sind, die es da gibt zum Orientieren. Was macht ihr, wenn plötzlich der Akku leer ist? Oder wenn euch das Handy kaputt geht, dann steht es ziemlich da. Einpacken, nie verkehrt. Die meisten Unfälle im Berg passieren durch Verirrungen. Dann ganz wichtig, damit ihr auch keinen Sonnenbrand bekommt, ihr und die Kinder, nehmt bitte Sonnencreme mit. Auch sehr wichtig, oben am Berg, da ist einfach die UV-Strahlung deutlich höher als unten im Tal. Dann zum Trinken, auch wichtig, ordentlich was mitnehmen. Ja, und dann natürlich, man weiß nie, wie das Wetter wird, Mütze aufsetzen und eine Regenjacke wird auch immer kleiner und gleich. Seit 1925 gibt es die Firma Lorca, gegründet von Alfons Lorca in Bozen. Der hat seine eigene Backstube aufgemacht und hat dann die Bozener Waffeln erfunden. Das war die Geburtsstunde von dieser leckeren Waffel, die wir heute mal testen werden. Und das Besondere war daran, er hat klar regionale Produkte verwendet und hat die Waffelblättchen, die er gefüllt hat, knusprig, leicht gebacken und dazu immer zart Creme dazu gepackt. Ja. Und das Ganze hat immer mehr expandiert. 1958 ist dann die zweite Generation in die Familienunternehmen eingetreten. Und ihr seht schon selber, Lorca ist bis heute eben ein Familienunternehmen. Dann, was sehr besonders ist, und das kann ich nur eigener Erfahrung wirklich, wirklich empfehlen, fahrt mal am Ritten. Das ist dieser wunderbare Berg, das Bergmassiv. Hinterhalb von Bozen habt ihr den Blick auf die meisten Berggipfel von Südtirol. Wunderschön nach oben die Hütte, die es da gibt. Ihr könnt es auch hochgondeln, wenn das zu weit ist. Es gibt verschiedene Tourenmöglichkeiten, von sehr hart bis ganz leicht. Und dieses Hochmassiv oberhalb von Bozen ist der Wahnsinn. Ihr könnt da mit der Seilbahn mehr oder weniger direkt aus Bozen hinaufgondeln. Es empfiehlt sich die Rittenkarte. Da gibt es auch eine wunderschöne Schmalspurbahn, die auf gut Deutsch sondern jede Milchkanne hält. Ideal zum Wandern. Oben kannst du auf dem Ritten könnt ihr ganz, 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 ganz toll essen. Es gibt da sehr, sehr feine Gasthäuser, wo er wirklich ganz toll ist. Die typischen Südtiroler Spezialitäten wie Kaspresknödel zum Beispiel unbedingt essen solltet, kann ich wirklich nur empfehlen. Und am Ritten, da gibt es auch auf 1000 Meter Höhe die wahrscheinlich höchste Schokoladen- oder Waffelmanufaktur der Welt, nämlich seit 1974 stellt unter ihm auf dem Hochplateau die Firma Lorca her.
Dann, was auch noch sehr interessant, ein wichtiger Meilenstein ist, da gibt es auch einen Werksverkauf, da könnt ihr das Ganze sehen. Und ihr habt hier wirklich diesen Blick hier rüber auf den Schlern. Also absolut malerisch, schöner geht es gar nicht, da kriegt man gleich Hunger, aber muss auch das sagen. Und 1984 war noch sehr interessant, in Italien, bei uns kennt man es weniger, die Lorca Gnometti, das sind Zwerge, die wurden damals zum TV-Spot hergenommen. Mittlerweile ist die dritte Generation bei der Familie Lorca schon drin und es gibt auch einen Hainfels im Osttirol, ebenfalls auf über 1000 Meter Höhe, ein Lorca-Werk. Ja, aber wir wollen es jetzt probieren. Es gibt sicher auch kleiner das Ganze, aber wer eine große Familie hat oder einen großen Hunger hat, so wie ich, der probiert das jetzt einfach mal durch. Jetzt schauen wir, was da drin ist. Also 100% natürlicher Geschmack, ja, das hören wir doch gern, mit Zitronenöl aus sizilianischen Früchten. Gut, in Südtirol wachsen zwar auch Zitronen, aber das wird nicht ganz reichen dafür. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze schmeckt. Das ist ja das Wichtigste. Also, wie gesagt, das ist die Großfamilienpackung. Hier öffnen. Aprile, jawohl, das macht auch italienisch, steht es auch noch, ja, Wahnsinn. Ja, wenn man es dir raufkriegt. Also, es ist schon mal gut verpackt und das war ja eigentlich der Clou für den Erfolg von diesen Waffeln, dass die verpackt worden sind. Und man konnte sie im Endeffekt dann auch gleich schön zum Wandern mitnehmen. Also, ich habe jetzt hier, fangen wir an mit der Zitronenwaffel, 100% natürlicher Geschmack, halt, so muss es halten. So, bitteschön, mit sizilianischen Zitronen. Übrigens, auf Sizilien hat sein eigener Dialekt, das unterscheidet sich doch sehr. Man sagt zum Beispiel statt sie, also ja, auf Italienisch sagt man sei, aber da gibt es so mehr, so. Riecht schon mal sehr angenehm. Also sauer macht lustig. Sehr fein, nicht zu sauer, sehr knusprige Waffeln, muss man sagen. Also wer auf Zitrone steht, wirklich, das schmeckt euch nicht drauf. Also, sehr fein. Was nehmen wir uns als nächstes? Also, sehr, sehr lecker, kann ich empfehlen. Dann, was kommen wir jetzt? Nehmen wir mal Vanille, der Klassiker, mit 100% edlen Bourbon Vanilleschoten, ohne Gentechnik, ohne Zusatz von Farbstoffen, ohne Konservierungsstoffe. Pfeifen wir uns rein. Probieren wir aus, wie das Ganze hier schmeckt. So, ja. So. Ja, riecht das sehr vanillig. Ihr könnt es leider nicht probieren. Da nehmen wir mal zwei, ne? Also wirklich sehr fein, sehr knusprig, nicht zu zäh, nicht zu fettig. Also, ich wollte das Ganze halt eigentlich auf Tour probieren, aber es regnet und da macht es dem Allgäu auch keine Freude, wenn es dann auf einem verregneten, wolkenverhangenen Berggipfel stehst, muss alles sein. Also, hier haben wir jetzt Kakao mit Edelkakao, verfeinerter Schokolade, eine Mischung, jawohl. Werden wir mal sehen, wie sich das reinpfeift. Der Kakao wird so laut Hersteller, laut Lorca, wird das Ganze nachhaltig produziert. Schnuppert schon mal gut. Nun kommt hier. Könnt's halt. Mein Problem, ihr lieben Kinderautoren, ist jetzt jenes zu sagen, was schmeckt am besten. Kann ich jetzt wirklich schwierig sagen. Also ich würde fast die Zuhörer sehr entgegenkommend die Zitrone favorisieren.
weil die wirklich sehr, sehr fruchtig ist. Also man schmeckt da wirklich raus, dass hier sehr, sehr hochwertige Zitronenmilch aus Sizilien verwendet worden sind. Sehr, sehr gut. Super. Also meine Empfehlung für alle, die einmal gern essenstechnisch ein bisschen zündigen, nehmt es zur Wanderung mit den Kindern oder wenn ihr allein unterwegs seid und was Gutes tun wollt, ein bisschen wieder die Energiereserven auffüllen. Nehmt euch so leckere Norka-Kekse mit. Gehört für mich schon seit Jahrzehnten zum Gipfel dazu. Erstmal um was trinken, Wasser natürlich und dann einen gescheiten Norka-Keks mit reinpfeifen. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Testergebnis. Was soll ich sagen? Wer seit 99 Jahren solche guten Kekse herstellt, der versteht einfach sein Handwerk. Wer immer auf Nachhaltigkeit schaut, wer das Familienunternehmen, das in all den Jahrzehnten geschafft hat, am Markt zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, wer solche leckeren Kekse herstellt, wer so einen tollen Ausblick auf den Schlern hat vom Büro aus, ja, was soll ich da sagen? Da brauche ich nicht lange überlegen. Von 6 möglichen Kompasse gibt es 6. Also, Happy Birthday Lorca zum 99. Geburtstag und nächstes Jahr, wenn es 100 wäre, macht es hoffentlich ein großes Hause. Also, in dem Sinne, schaut wieder rein auf kinderoutdoor.de, geht es wandern in Südtirol, schaut vielleicht mal am Ritten vorbei und geht es da wandern und vielleicht bei Lorca auch vorbei, wie immer das ihr wollt. Macht es gut, pfiat, servus.